Sie transportiert rund 90 Millionen Fahrgäste jährlich. Die Wiener S-Bahn. Das von der ÖBB betriebene Schnellbahnsystem ist Teil des Verkehrsverbunds Ostregion. Ihre Aufgabe ist es überwiegend, Wien per Bahn mit dem Umland zu verbinden und zum Teil auch innerstädtische Strecken zu bedienen. Insgesamt sind 890 S-Bahn-Züge auf 10 Linien an einem Tag unterwegs. Bis es hierzu kam, war es jedoch ein langer Weg. In Wien gab es nach der Etablierung der Eisenbahn zunächst nur Strecken, die in Kopfbahnhöfen endeten. Um diese miteinander zu verbinden, wurde bis 1860 eine Verbindungsbahn ergänzt, die vom Nordbahnhof über den Praterstern und das Hauptzollamt zum Süd- bzw. Ostbahnhof führte. Von hier ging eine zweite Verbindungsbahn über Meidling nach Penzing, wo sie zusätzlich die Weststrecke anschloss. Ende des 19. Jahrhunderts kam noch die Stadtbahn hinzu, welche ebenfalls Bahnhöfe miteinander verknüpfte, jedoch größtenteils in das U-Bahn-Netz integriert wurde. Nachdem im Zweiten Weltkrieg ein Großteil der Bahninfrastruktur zerstört worden war, berücksichtigte man beim Wiederaufbau die Etablierung einer Schnellbahn. Der erste Meilenstein erfolgte am 31. Mai 1959 durch die Eröffnung der wiedererrichteten Nordbahnbrücke, wodurch wieder Züge zwischen Floridsdorf und Praterstern verkehren konnten. Auf dieser Strecke kam nun auch zum ersten Mal der Begriff Wiener Schnellbahn zur Anwendung. Die richtige Eröffnung folgte allerdings erst 3 Jahre danach, als die Züge bereits zum Südbahnhof fahren konnten. Zunächst gab es lediglich 2 Linien, eine nach Gänserndorf und eine nach Stockerau. Trotzdem blieb der Erfolg nicht aus und widerspiegelte sich in überfüllten Zügen, was erst durch die Einführung der Doppelgarnituren verbessert werden konnte. Das Rückgrat der S-Bahn bildet die 13 Kilometer lange Stammstrecke innerhalb Wiens. Sie beruht auf der eben erwähnten Verbindungsbahn von Meidling über den Matzlandsdorfer Platz zum Wiener Hauptbahnhof und von da an weiter über Quartier Belvedere, Rennweg, Wien-Mitte, Praterstern, Traisengasse und Handelsquai, bis sie am Bahnhof Floridsdorf ihr Ende findet. Auf diesem Abschnitt sind täglich bis zu 640 Züge unterwegs, was ihn zum frequentiertesten Bahnabschnitt Österreichs macht. In der Hauptverkehrszeit sind das etwa alle 4 Minuten ein Zug, was quasi einer U-Bahn-Linie entspricht. 2017 erhielt die Stammstrecke sogar ihre eigene Wiedererkennungsfarbe Altrosa, um sie von der einheitlich blau gehalteten S-Bahn hervorzuheben. Eine weitere Farbänderung in hellgrün bekam die bereits erwähnte Vororte-Linie zwischen Hütteldorf und Handelsquai, weil auch sie mit einem 10-Minuten-Intervall der S45 ein hochrangiges Verkehrsmittel innerhalb Wiens darstellt. Da sie Teil der Wiener Stadtbahn war, gibt es im entsprechenden Video mehr Infos zu ihr. Das nicht in die Stammstrecke aufgenommene Stück der Verbindungsbahn zwischen Meidling und Penzing wird seit 1989 erstmals von der Schnellbahnlinie S3 befahren. Dafür wurde auch die Haltestelle Speising errichtet. Die restlichen Strecken der Wiener S-Bahn stellen die Außenäste nach Niederösterreich und darüber hinaus dar. Sie beruhen auf Eisenbahnstrecken aus der Zeit der Monarchie, die lediglich umgebaut und elektrifiziert wurden. Konkret sind das die Nordbahn, die Laaer Ostbahn, die Nordwestbahn, die Franz-Josefs-Bahn, die Tullnerfelder-Bahn, die Alte Westbahn, die Südbahn, die Pottendorfer Linie, die Ostbahn, die Pressburger Bahn und die Machegger Ostbahn. Die auf diesen Strecken verkehrenden Linien werden beginnend von der Nordostachse, also der Nordbahn, gegen den Uhrzeigersinn nummeriert. Dabei erhalten alle Linien, die auf der Stammstrecke fahren, eine einstellige Nummer und alle weiteren eine zweistellige. Konkret sind es die S1 von Meidling nach Gänserndorf und weiter nach Macheck, die S2 von Mödling nach Mistelbach und weiter nach Lahn der Theier,
Die S3 von Wiener Neustadt entlang der Stammstrecke weiter nach Stockerau und Hollabrunn. Die S4 von Wiener Neustadt über die Stammstrecke nach Absdorf-Hippersdorf und weiter nach Tullnerfeld. Die S7 von Lahr an der Theier über Mistelbach zur Stammstrecke, die sie allerdings als einzige Linie bei Rennweg vorzeitig verlässt, bis zum Flughafen Wien und weiter nach Wolfstal. Die S40 vom Franz-Josefs-Bahnhof über Tulln und Herzogenburg nach St. Pölten. Die S45 von Hütteldorf nach Handelskei. Die S50 vom Westbahnhof die alte Weststrecke entlang nach Neulenkbach. Die S60 von Bruck an der Leiter zum Wiener Hauptbahnhof und weiter über die Pottendorfer Linie nach Wiener Neustadt. Und zu guter Letzt die S80 von Wien-Hütteldorf nach Wien-Aspern-Nord als zweite ausschließlich innerhalb Wiens betriebene Linie. Mit Ausnahme der S45 mit einem 10-Minuten-Intervall fahren die meisten Linien alle 30 oder 60 Minuten. Durch Überlagerungen mehrerer Linien auf derselben Strecke verdichtet sich der Takt zum Teil stark. Der am stärksten frequentierteste Außenast ist jener in den Süden nach Mödling bzw. Wiener Neustadt. An Freitagen und Samstagen sowie Nächten vor Feiertagen wurde 2019 im 30-Minuten-Takt auf der S45 und auf der Stammstrecke bis nach Mödling und stündlich sogar bis Wiener Neustadt ein Nachtverkehr eingeführt. Unterstützt werden die S-Bahn-Linien durch die Zugattung des Regionalexpresses, kurz REX. Sie nutzen dieselben Strecken und haben zumeist auch dieselbe Nummerierung. Allerdings halten sie bis auf Stammstreckenstationen nur auf ausgewählten Haltestellen, wie etwa größeren Bahnhöfen mit Umstiegsmöglichkeiten. Dadurch sind sie deutlich schneller unterwegs, fahren dafür aber auch weiter als die S-Bahn, zum Teil sogar bis ins Ausland. Für den Betrieb der Wiener S-Bahn musste auch neues Rollmaterial angeschafft werden. Der erste dafür von Simmering Graz-Pauker entwickelte Zug war die Reihe 4030, welche bis 2004 im Einsatz war. 1979 kam als Weiterentwicklung die Reihe 4020 hinzu, die vereinzelt bis heute noch im Einsatz ist. Der von Bombardier hergestellte Talent-Triebwagen brachte seit 2004 als erster Niederflurzug der S-Bahn eine deutliche Modernisierung in die Flotte. Noch besseren Komfort bringen die Desiro Mainline von Siemens. Obwohl sie erst 2015 ihren Betrieb aufnahmen, stellen sie schon heute den Hauptbestandteil der S-Bahn-Flotte dar. Sie etablierten zugleich die neue Marke CityJet mit einem eigenen Design, das nun auch schrittweise auf alle Nahverkehrszüge übertragen wird. Insbesondere beim Regionalexpress werden seit 1996 Doppelstock-Wendezüge eingesetzt, wodurch die Kapazität einer Garnitur erhöht werden kann. Sie sind umgangssprachlich vor allem als Wiesel bekannt, werden aber auch an das CityJet-Design angepasst. Für die Zukunft sind bereits 109 von maximal 186 völlig neuen Doppelstock-Triebwagen des Typs KISS von Stadler bestellt, die ab 2026 ihren Betrieb aufnehmen sollen. Doch es werden nicht nur neue Züge angeschafft, sondern auch die Infrastruktur für die Zukunft ausgebaut. Die Stammstrecke wurde seit der Inbetriebnahme der S-Bahn vor über 60 Jahren nicht mehr umfassend saniert, was nun notwendig wird. Diese Chance wird dafür genutzt, die Strecke durch das Zugsicherungssystem ETCS auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Dieses System ermöglicht es, einen dichteren Takt von bis zu 2,5 Minuten auf der Stammstrecke zu fahren und ist daher notwendig, um die Taktungen der S-Bahnen verdichten zu können, da das Nadelöhr der Stammstrecke derzeit kaum weitere Züge mehr zulässt. Außerdem werden einige Bahnsteige verlängert, um bis zur Fertigstellung Ende 2027 mit Dreifachtraktion fahren zu können. Die Verbindungsbahn wird ebenfalls umfassend saniert und teilweise in Hochlage versetzt, um ebenengleiche Übergänge abzubauen. Außerdem erhält sie die zwei neuen Stationen Stranzenbergbrücke und Hitzinger Hauptstraße, an denen zukünftig alle 15 Minuten die S80 halten soll. Darüber hinaus ist schon seit langer Zeit ein Wiener S-Bahn-Ring im Gespräch,
wozu vor kurzer Zeit eine Machbarkeitsstudie veröffentlicht wurde. Dieser entsprechend soll durch die Verlängerung der S45 entlang des Handelsquais bis zum Prater Quai ein Umstieg zur S80 ermöglicht werden, wodurch ein Zwei-Linien-Ring geschaffen wird.